Servus. Gute. Wir zeigen euch jetzt den Abbau vom Cashew Air Seconds Family 4 XL Black and Fresh. In 3, 2, 1, los geht's. Bevor wir jetzt mit dem Abbau anfangen, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr sämtliche Sachen im und aus dem Zelt zumacht oder abdeckt. Dann machen wir das Vorzelt zu. Gibt es auch so ein paar Klettverschlüsse, die kann man ruhig ein bisschen andrücken. Dann ist es stabiler. Jetzt machen wir an zwei Seiten. Was man gern vergisst, ist ganz wichtig, ihr habt hier noch solche Abdeckung, dass nicht so viel Sonne reinscheint. Black and Fresh. Und das ist diese Seite, wo hier innen drin das Fliegengitter sitzt und die Abdeckung vom Innenraum, vom Innenzelt. Das macht er dann auch runter. Da gibt es hier innen drin solche Haken, da kann man das dann einhaken, das ist direkt am Fuß. Da gibt es so Ösen, da kann man das dann einhaken, dann sitzt das stramm und stabil. Das gibt es einmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es das ebenfalls. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch. Als nächstes dann zur Zugentlastung vom Zelt. Das haben wir ja schon beim Aufbau gezeigt. In unserem Channel haben wir ja schon zwei Videos gedreht von dem Zelt. Und zwar einmal den Aufbau vom Zelt und eine Roomtour. In der Roomtour haben wir euch dann gezeigt, wie das Innenleben von dem Zelt aussieht, welche Gadgets es da drin gibt, welche Hakenösen und sonstige Sachen ihr habt. Das zieht ihr einfach hoch, ist total easy. Habt dann zwei Stellen, einmal hier an der einen Stelle, Riemen hier und zack, Zugentlastung ist durch. Als nächstes haben wir dann nochmal eine Zugentlastung. Das ist eine Stange, die im Vorzelt eingefasst ist. Das stabilisiert das Vorzelt. Das hat auch eine Zugentlastung, genauso wie vorne am Vorzelt. Da ist die Stange hier so eingefasst. Auch hier wieder. Es geht etwas schwerer, weil da richtig Spannung drauf ist, wie ihr eben gesehen habt. Da ist richtig knackig was drauf. Und da braucht man immer zwei Leute, weil einer muss dann schieben. Da hole ich mir mal einen Dominik dazu. Kannst du mir bitte gerade mal helfen? Wichtig ist noch, das Zelt ist nochmal hier in der Stange eingehakt. Das klippe ich dann einfach weg. Das war's. So. Und dann zack, rausziehen und durchfädeln. Am besten immer in die andere Richtung eigentlich. Aber da an der anderen Seite kann man es dann auch gleich schön, wie man beim Dominik sieht, einfalten. Aus die Maus, das war's schon. Des Weiteren, wir haben es einmal schon mal gemacht. Machen wir die Rohrentlastungen. Da ziehen wir hier an dem türkisen Teil, könnt ihr mit dem Daumen hier ranziehen, ganz easy. Hier der Hering, zack, gezogen. So, wenn ihr das gelöst habt, könnt ihr das einwickeln. Über den Ring hinweg. Dann gibt es eine tolle Sache, das ist richtig easy. Festhalten, das Bündel. Hier durchstecken. Könnt es dann ruhig hier dran drücken, dann könnt ihr mit dem schwarzen Teil. Das könnt ihr dann randrücken. Und dann habt ihr es nämlich schon fest am Rohr. Habt ihr nicht so viel gefuddelt oder es fliegt dann irgendwie ganz unkontrolliert im Zelt rum. Macht dann den Abbau echt spannend und auch einfacher. So, nachdem wir ringsrum auch die Heringe entfernt haben, lassen wir dann gleich aus den Rohren die Luft raus. Dann fällt das Zelt in sich zusammen. Und dann geht es ums Zusammenklappen von dem Zelt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen für uns habt, schreibt ruhig unten in die Kommentare. Als nächstes dann kommen wir zu den luftgefüllten Rohren. Die sind unter extremem Luftdruck. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da müsst ihr nicht an dem vordersten, das ist nur die Kappe, wenn man aufpumpt, sondern ihr müsst hier hinten anfassen. Und das geht richtig mit dem Knall gleich los. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, da kommt richtig Druck raus. Kommen wir als nächstes zum Zelt zusammenlegen. Da ist es wichtig, dass man immer das Zelt ein bisschen gerade rückt. Da brauche ich dann mal einen Dominik dazu. Buddy, komm doch mal gerade her. Das könnt ihr auch alles in der Anleitung sehen.
In der Tasche drin ist eine Anleitung, da ist genau beschrieben, wie man es zusammenlegt. Das macht man wie folgt. Man nimmt das erste Drittel und führt es zur Mitte des Zeltes. Kannst noch mal ein bisschen gerade ziehen. So, dann nimmt man den hinteren, das hintere Drittel und legt es auch zur Mitte. So, wenn man es so zusammengelegt hat, muss man noch mal längs falten. Nimmt man hier die Mitte, Moment, schlägt es dann so um. Sieht zu, dass wieder alles schön straff sitzt. Dann holt man sich die Stangen und die Heringe, die wir ja schon in den zwei Taschen eingepackt haben. Und dann ist ganz wichtig, dass man dann das Ende oder mit dem Ende anfängt, wo die Öffnungen nicht sind, damit die Luft sich aus den Schläuchen noch rausdrücken kann. Sonst habt ihr nachher ein riesen Paket, das kriegt ihr gar nicht mehr in die Taschen rein. So, als nächstes wird es in die Tasche gepackt. Okay, super. Machen wir einen Trockenbeutel rein, falls irgendwo eine Restnässe ist. Also wir hatten jetzt Glück, wir hatten Sonnenschein, aber wenn eine Restnässe ist, kommt die auch gleich raus. Einmal noch die Riemen dran. Feste ziehen. Und das Paket ist geschnürt. Und der Drops, der ist gelutscht.